Yo, Charlie, let's get Moment. Ich hab einen Nachspieltag. Digga, Kevin hat ein neues Video hochgeladen. Ich raste aus. Es ist so peinlich immer. Warum macht er überhaupt YouTube? Wieder so ein scheiß Fortnite-Video. Leute, was geht ab? Wir spielen heute wieder Fortnite. Digga, welcher Mensch spielt Fortnite? Alter, er macht so Kack-Videos. Es ist so peinlich. Was für ein Opfer, warum ist? Macht er sowas? Hi Kevin. Ich hab gehört, wie Charlie, Brian und Mom hat dich über dein neues YouTube-Video lustig gemacht haben. Wieso machen die das? Los, lass reingehen. Kommt ja nicht. Perfekt, ich hab's fertig. Bitte rein. Ey, warte mal, ich muss was trinken. Was ist das für ein Zettel? Warte, ich lese mal vor. Na du Opfer, deine Videos sind echt kacke. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass sich jeder lustig macht. Du gibst uns bis morgen 300 Euro. Sonst werden wir ein Nacktfoto von dir photoshoppen und es der ganzen Schule zeigen. Dein Video wird auch dabei sein. Wir machen dich fertig. Scheiße, ich bin am Arsch. 300 Euro herkriegen. Ja, ich kenne so ein Geheimfach von meiner Mutter. Da werde ich wahrscheinlich 300 Euro herkriegen. Hast du das Geld? Ja, hier im Umschlag. Ich hoffe, es ist auch drin. Ja, aber ihr lasst mich dann auch in Ruhe. Seit Tagen werde ich von Charlie, Brian und Muhammad ausgenutzt und gemobbt. Und das sieht man hier auf dem Brief so. Und ja, die haben auch peinliche Videos oder Bilder von mir im Klassenchat veröffentlicht. Und ja. Ich werde mal mit denen reden und sage ihnen, dass sie aufhören. Wenn nicht, werde ich mein Gespräch mit den Vätern suchen. Okay, danke. Der Unterricht ist für heute beendet, außer es bleiben noch vier Charlie, Brian, Moritz mit euch möchte ich nicht sprechen. Kommt euch jetzt einen Kampf vor? Ist aber deine Schuld, Charlie. Ich sag euch, wenn ihr damit nicht aufhört, habt ihr richtig schöne Konsequenzen. Dann sucht ihr ein Gespräch mit euren Eltern oder ihr werdet von der Schule von den Konsequenzen. Hey Kevin, was wollt ihr hier? Ist das deine Schüssel? Ja. Der ist hier auf dem Weg rausgekommen. Oh, danke, dass ihr mir zurückgebracht habt. Ja. Wir wollten uns auch noch entschuldigen, das war nicht korrekt, was wir gemacht haben. Du bekommst auch dein Geld wieder. Alles danke. Cool zwischen uns. Ey, Schlüssel. Also,